Hallo und herzlich willkommen in Stonehearth. Ja, die Windmühle, keine Ahnung. Ich habe mich mit ihr heute Stunden beschäftigt. Ich habe sie versucht abzureißen. Ich habe sie versucht neu zu bauen. Ich habe es jetzt aufgegeben. So. Was machen wir heute? Wir müssen noch für ein paar Wege sorgen. Wir müssen noch sorgen dafür, dass es weitere Häuser gibt. Und zwar zum Beispiel hier diese Mine mal anschließen. Beende Bearbeitung. Bauen. Ja, lass sie arbeiten. Und dann wollte ich gerne da nach oben auch einen Weg haben. Ich überlege nur gerade in die Richtung. Oder doch in die. Machen wir es einmal so. So. Einmal wegklicken. Wir brauchen dann auch die. Da kann man drüber gehen, genau. Mal rückgängig. Vier breit. So. Aha. Ja, voll. Gut. So, einmal rückgängig, nochmal rückgängig, nochmal rückgängig. So, wie viele haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10 hoch. Wir haben noch zu wenig Essen. Wenn es 10 hoch ist, dann brauchen wir es von hier ja eigentlich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probieren wir es mal. Werden wir dann gleich sehen, ob es passt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Doch, passt doch wunderbar. So. Beende Bearbeitung. Bauen. Lass sie arbeiten. So, und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze komplett baut. Ja, doch, es ist ein Objekt für ihn. Das sollte er hinkriegen. Dann können wir hier die Straße anbinden. So. Sehr gut. Und schon haben wir hier eine Treppe nach oben und können da oben was bauen. Was baut man da oben? Also erstmal kann man es da wieder ein bisschen abbauen schicken. Der Trapper ist da unten. Da könnte man Schneider hier bauen. Oder geben wir dem Schneider so ein kleines süßes Häuschen hier. Auch eine Möglichkeit. Der möchte Lehmboden. Bräunlich. Wir sind ein schnickes kleines Häuschen möchte. Hier angefangen. Ja, würde ich sagen. Nehmen wir hier noch ein bisschen was weg.
Und hier auch. So. No? Dann können wir sagen, da oben drauf braucht er jetzt in meinem Leben. Zu hell. Oh, warum nicht? Der hat drei Werkzeuge. 1, 2, 3. So, dann würde ich sagen. Wow. Von Stufen bin ich derzeit geheilt, oder? Egal. Machen wir weiße Stufen rein. Und zwar, dann bauen wir die. Ich würde sagen, daher. So, und zwar fangen wir hier an. Natürlich 2 breit. Natürlich 2 breit. So. 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 So, ich glaube, jetzt sind wir's. Oder? Schauen wir mal. Zwischenboden machen wir nicht auch in der Farbe. Ja, sieht gut aus. Da kommt er dann hoch. Ja, sehr gut, passt. So, da machen wir ein bisschen eins noch. Bis hierher, genau. Da noch eine Reihe dran. Da auch noch dran. Und wie weit war denn der Weg jetzt? Ich glaube, so haben wir es gesagt gehabt. Aber ich denke, das geht. Oben drauf brauchen wir wieder eine Wand. Machen wir, würde ich sagen, die gleiche wie unten, genau. Könnten hier auch noch eine machen, aber das mag ich gar nicht. Dann kommen wir zum komplizierteren. Nämlich zum Dach. Und ich würde sagen, da gehen wir eindeutig ein Holzdach drauf. So. Dann hätte unser Schneider ein richtig komfortables Häuschen. Türen braucht er natürlich auch. Da möchte ich eine hinaus zum Wasser, aber da kriegt er noch so einen Steg. Der eigentliche Eingang ist da hinten. Braucht er einen Seitenangang? Nö, oder? Nein, nicht wirklich. Da könnten wir ihm noch so ein Feld anlegen. Das würde passen. Fenster. Daher. Und daher. Daher. Und daher. Genau. Aha. Ja, aha. Machen wir es so, machen wir es wie unten. Und dann machen wir eine für die Türe. So. In die kleinen Eckeln braucht nichts rein. Dann machen wir es wie hier vorne, also wie hinten. Wieder vertippt. Da und daher. Da, da. Ja. Hier eins und hier eins. Da machen wir es dann so. Wieder eins verrutscht. So, und hier auch. Und hinten haben wir es ja schon. Oh. Ich würde sagen, dann reicht mir das Haus so, wie es ist. Lass sie bauen.
Dann müssen wir noch schauen, haben wir jetzt wieder ein paar Mauerteile? Ja, Hammer. Eins, zwei, drei, vier. Der Koch Level 1, sehr gut. Tägliches Update, schauen wir mal. Ja, damit haben wir neuen Mitbürger. Idria Cedro. Na gut, dann müssen wir noch ein paar Wände warten. Neue Schärfe, hä? Neue Händeln. Unsere Köche brauchen was zum Kochen. Ihr seid die ausgewählten Hoppelhasen für heute. So. Und die landen heute im Kochtopf. Ein Lamm. Da sind sie jetzt fleißig am Bauen. Während die das tun, können wir uns mal damit beschäftigen, ob wir hier so einen Steg reinbauen können. Und zwar aus Holz. Ich würde sagen, gleich in dem, ja. Wir brauchen aber eher so. Nehmen wir mal so dunkles. So. Könnte man hier vielleicht auch noch so einen machen? So lang ist der? Okay. Und natürlich brauchen wir dann auch, ja, das ist die Frage, wie kriege ich denn das jetzt hin? Machen wir das mal anders. Holz. Probieren wir es mal mit dem hier. So. Machen wir mal so. Und drauf und drauf und drauf. Und drauf. Und dann 1, 2, 3. Da auch. Und dann hier rüber. Und jetzt schauen wir mal. Ah, wir sind sogar verbunden. So wird's gehen. Und können wir hier noch einen machen, damit so ein bisschen abgestützt ausschaut. Ah, da fehlt noch eins in der Höhe, oder? Nein, ist angeschlossen. Eins, zwei, da auch natürlich dann. So. Also können wir sagen, beende Bearbeitung, lass sie bauen. Und das müssen wir wahrscheinlich extra in Auftrag geben. Und damit sie uns wieder rauskommen aus dem Wasser, brauchen wir irgendwo eine Leiter.
könnte eh tauchen. Die schwimmt sogar. Also haben wir heute Halflings unter Wasser. Kommt, schwimmt noch einmal, es hat so lustig ausgeschaut. Jetzt wollen sie nicht mehr schwimmen. Sind ja doof, so. Ja, ab und zu sieht man so ein bisschen schwimmen. Ein paar gehen unter Wasser, aber die anderen schwimmen. Sind bei dem Haus am Bauen. Haben wir wieder Zaunteile? Ja, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. No. Ja, sorry, zwischendurch bin ich immer wieder mal kurz gemutet. Aus dem einfachen Grund, dann muss ich euch nicht die Ohren voll husten. Da haben wir noch einen Weg. Den Weg könnten wir auch fertig bauen. Den hier. Und zwar brauchen wir dann den Weg. Stein hat er schon ausgewählt, das passt. 4 breit. Und soll mit ihm hier zusammenkommen. Würde sagen, so. Beende Bearbeitung bauen. Ja, lass sie arbeiten. Da brauchen wir dann auch noch einen Weg. Hat aber Zeit. Und das sind schön am Bauen. Boot oder so wäre natürlich auch noch nett. Oder da so ein paar Strandkörbe. Warte mal, vielleicht kann man sowas sehen. Mal sowas bauen können? Ich habe keine Ahnung. Also so ein großer. Ach, der ist zu groß. Erst einmal brauchen wir dann einen Rettungsturm. Ne, den bauen wir auch aus Holz. Der, würde ich sagen, geht dann so. 1, 2, 3, 4 hoch. 5 hoch. Ah, 5 hoch ist okay. Sechs mal 6.
Genau. Natürlich braucht er dann Leitern. Ist die Frage, kann ich ihm die überhaupt so setzen? Nee. Einmal so. Und dann so durchgezogen. Ups. Nein, nein, nein. Ausnahme soll sein, immer dort, wo Leitern kommen. Also zum Beispiel hier, hier, hier und hier. Dann noch eine Reihe drauf. Mal zwei. Oh Mann, ist das riesig. So. Das dimensionieren wir ein bisschen kleiner. Ich glaube, das reicht. Schön wäre es natürlich jetzt auch noch mit Schrägen nach oben. Aber nach meinen Versuchen mit der Windmühle bin ich momentan etwas gebrandmarkt, sagen wir so. Nein, da noch dran. Geht das so? Ja, geht so. Okay. So, wird's gehen, dann hätten wir Stufen daher. Gleiche natürlich da herum auch. Dann hier und hier und hier und hier. Jetzt ziehen wir es durch. Hier lassen wir frei. Warum nicht? Und da rein brauchen wir jetzt natürlich auch was. Ich würde fast sagen, was setzen wir hier rein? Na, dreh dich nicht so, sondern so. Machen wir so. Genau. Gut, ich meine, dass man das erkennt, ist jetzt was anderes, aber ja. Schäfer Level 4, sehr gut. Ja, das war vorher die Hydra. Sehr schön, die sind auch schon beim Bauen vom zweiten Stock. Und ich würde sagen, dann seht ihr, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich tschüss, ciao, baba und ich lasse mir jetzt noch weiter den Nervenraum von dem Ding hier. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ignoriere ich es einfach bis zum nächsten Wochenende. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.